Hier am neuen Liner-Standort in Innsbruck bieten wir den Kunden tolle Inspiration. Diese Inspiration baut sich auf ein Konzept, das wir 2009 schon in der SCS umgesetzt haben. Der Kunde kommt in die Möbelabteilung, findet im Anschluss das passende Fachsortiment. Das heißt, Schlafzimmerabteilung, die passende Bettwäsche, in der Badezimmerabteilung die passenden Accessoires. Ich bin äußerst angenehm überrascht, dass ich nicht so wie in anderen Möbelhäusern von der einen zur anderen Abteilung wechseln muss. Ich habe da alles an Ort und Stelle, was ich brauche. Also ich finde diese Lösung naheliegend eigentlich, weil es ja ziemlich unpraktisch wäre, wenn halt die Bettwäsche im Erdgeschoss ist und im obersten Stock dann die Schlafzimmermöbel. Also ich finde es gut. Die wesentliche Veränderung hier am Standort Innsbruck ist sicher die, dass wir das Haus betreten und nicht mehr direkt in der Wohnzimmerabteilung stehen, wie es in der SCS ist. Das heißt, der Kunde kommt jetzt hier herein, bekommt Inspiration durch die verschiedenen Wohnaccessoires, Cookshop etc. Wir haben auch nicht mehr den Cookshop selbst der Küchenabteilung angegliedert, sondern haben das auch wieder im Erdgeschoss angegliedert, Cookshop, Nespresso-Shop, damit der Kunde da einfach einen tollen Übergang hat, um das Fachsortiment zusammenzuführen. So, Frau Schneider, ich würde vorschlagen, wir machen jetzt gleich als erstes einmal einen Liner-Wohntypentest, damit wir genau herausfinden, welche Bedürfnisse bei Ihnen anstehen, was, in welche Richtung wir gehen können von der Beratung her. Wir bieten den Kunden den Wohntypentest an, damit der Kunde hier einfach Inspiration erfährt. Ja? Das heißt, der Kunde bewegt sich im Haus und findet auf verschiedenen Antritten immer verschiedene Stilrichtungen. Wenn er sich alleine im Haus bewegt oder auch mit unseren Beratern, findet er sich wieder und wir können ihm die Abfolge ganz gut im Haus widerspiegeln. Was mich persönlich sehr, sehr gefreut hat in den ersten 4 Tagen, dass sich die Frequenz sehr, sehr gut auf alle Stockwerke aufteilt. Das heißt, wenn man den Samstag heranzieht, kann man sagen, dass sich in allen Etagen gleich viele Kunden befunden haben, ja, und überall die gleich starke Frequenz herrscht. Ja. Das heißt, es zeigt uns, dass wir hier gut gearbeitet haben, dass wir die Kunden in alle Bereiche sehr gut hineinbringen und der Kunde auch wirklich sich im Haus bewegt, so wie es sein sollte.